Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Weil die Straße nicht vergisst Box von Frank White bzw. Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Flair macht es schon wieder, Frank White auszupacken. Und nachdem das letzte Mal ja so gut gelaufen ist mit Keiner kommt klar mit mir, ist nun auch der Nachfolger wieder von Frank White, Weil die Straße nicht vergisst. Die Box ist rot mit goldenem Aufdruck. Frank White, Weil die Straße nicht vergisst, Deluxe Edition lesen wir hier. Es ist eine große quadratische Box, flach. Die restlichen Seiten sind glatt rot und auf der Rückseite ebenfalls glatt rot und hier die Credits. Alles klar. Dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Wir haben hier einen Magnetverschluss und dann haben wir hier ein T-Shirt, das Album, ein Gummiarmband, ein Sticker, einmal die Instrumentals, ein Poster und einen Kalender. So, wie immer fangen wir an mit dem Album, Weil die Straße nicht vergisst. Premium Edition steht hier drauf und hier haben wir einen 16er Aufkleber. Das ist Gott sei Dank nur ein Sticker, das heißt, den können wir dann entfernen. Das Album ist im Super Jewel Case und hier, das ist ein roter, ja, kein Pappschuber, sondern in dem Fall ein Plastikschuber. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Und so sieht das Ganze dann ohne aus. Das heißt, hier fehlt dann einfach dieser rote Farbton und die Aufschrift. Und hier haben wir direkt das Gebäude, den Palast drauf. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 16 Tracks sind es insgesamt. Und wir haben Features von Jalil, PS Sports, Kurdo, Shindy und nochmals Jalil. Plus CD2 bzw. DVD, Weil die Straße nicht vergisst, DVD 60 Minuten Spielzeit. Meine Lieblingstracks sind zur selben Zeit Hurensohn Gesellschaft mit PA Sports und Bastion im Bordstein fressen. Also das sind die drei, die mir jetzt wirklich am stärksten im Gedächtnis sind und die ich auch nach wie vor hören kann. Gut, von innen sieht das so aus. Wir haben hier das Booklet. Hier haben wir Porträtaufnahmen von Flair inklusive der Infos über die einzelnen Tracks. Hier Flair vor dem Lamborghini. Hier wieder das berüchtigte Gebäude, der Gebäudeblock. Hier nochmal Flair im Lamborghini. Das dürfte vom Straßenstaub-Videodreh stammen. Hier eine weitere Porträtaufnahme. Und nochmals der Lamborghini inklusive der Credits. Und hier noch Werbung für das Label Maskulin, für das Modelabel Jalil und Flair hier zu sehen. Und hinten noch Frank White, das Butterfly-Logo, der Butterfly-Schriftzug. Okay, so sieht die CD aus, Weil die Straße nicht vergisst, in schwarz-weiß. Und auf der zweiten Seite haben wir dann die Instrumentals, beziehungsweise, nein, nicht die Instrumentals, die DVD natürlich, in weiß gehalten. 16er, also es dürfte etwas härter zur Sache gehen oder etwas unschön geredet werden auf der DVD. Dann haben wir die Instrumentals hier im Pappschuber. Weil die Straße nicht vergisst, das Logo, diesen zwei Messern hier, werden wir dann auch noch auf dem T-Shirt sehen. Und diese Instrumental-CD in schwarz gehalten.
Pappschuber. So, dann haben wir einen Sticker. Auch hier wieder das Logo mit diesen zwei Messern. MKLN, also maskulin. Rund ist dieser. Der einzige Sticker. Dann haben wir dieses Armband. Hashtag maskulin in schwarz-rot und weiß. Vielleicht kennt ihr noch damals diese Sportler, diese Sportbänder. Das ist allerdings etwas dicker. Also die sind normalerweise dünn. Das ist wirklich ein relativ breites Band und sieht dann so ungefähr aus. Maskulin, ansonsten schwarz. Liegt ziemlich gut an. Dann haben wir den Kalender 2015-2016. Das heißt, wir haben hier wirklich, nachdem das Album gegen Ende des Jahres erschienen ist, ab Oktober die Monate hier aufgelistet. Und hier haben wir auch immer Filmzitate, sage ich schon, Track-Zitate. Bedeutet, wir haben immer eine Aufnahme von Flair und hier eine Line, ein Zitat aus einem Track von ihm. Nicht nur von diesem Album, sondern das sind alte. Wie man sieht, Check mich aus zum Beispiel. Dezember. Check mich aus. Nie an mich geglaubt. Im Bus ganz hinten. Also ein Querschnitt der letzten Flair-Alben. Das gefällt mir mal richtig. Das sieht mal richtig geil aus, der April. Der letzten Alben. Also da war zum Beispiel ein Zitat von Neue Deutsche Welle. Also hier wirklich die verschiedensten Alben textmäßig eingearbeitet. Sind wir schon im September, Oktober, November. Da ist sogar noch Silla mit dabei. Und der Dezember. Schöne Sache. Das erklärt auch die Größe der Box, weil dieser sonst nirgendwo anders reingepasst hätte. Und damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Also Kalender gibt es sehr selten in so einer Box. Deswegen immer ein Highlight. Dann haben wir ein Poster. So aussieht. Also wir haben hier Flair im Kapuzen-Look und hier Merch von sich selbst, maskulin in der Hood, ein T-Shirt darunter und die Rückseite ist blank weiß. Also dieses Poster im Hochformat einseitig zu verwenden. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box T-Shirt und dieses, wie gesagt, ebenfalls wieder dieses Messer, diese gekreuzten Messer abgebildet. Also wir sehen hier wieder MKLN, diese zwei gezackten Kampfmesser überkreuzt. Und hier lesen wir, womit wir es zu tun haben. Wir haben ein Fruit of the Loom Original Tee, Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und es ist hergestellt in Honduras. So, dann schauen wir uns noch gleich an, wie das T-Shirt getragen aussieht. Und so sieht das T-Shirt dann getragen aus. Also wir haben hier diese zwei Messer quer über die Brust bzw. über den Bauchbereich und dann hier die vier Buchstaben MKLN. Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv, sehr gefährlich aus mit diesen gekreuzten Messern hier. Ja, aber sieht echt gut aus. Gefällt mir. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, Größe L. Dann haben wir einmal die Instrumentals im Pappschuber. Das Album in diesem roten Plastikschuber. Wie gesagt, könnt ihr natürlich
herausnehmen. Den Maskulin-Sticker, das Armband, das Poster im Hochformat und diesen großen Jahreskalender 2015-2016. Ja. Das alles in dieser wunderbaren Box, weil die Straße nicht vergisst, von Flair. Falls ihr das feiert, falls ihr die Musik gut findet, dann unterstützt den Künstler. In der Videobeschreibung sind die Links. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.